Wir sind hier auf der Alp Oberluch im Hochheibrig. Die ist auf 1600 Meter und wir haben 24 Stöße, etwa 10-11 Mutterkühe und der Rest sind Rinder. Wir sind Anfang 70er Jahre hier hochgekommen und haben relativ viel Unkraut gehabt. Blocken, Staffelböhne, also das Alpenkreuzkraut. Das Alpenkreuzkraut ist eine Pflanze, die wegen der Giftigkeit ein grosses Problem ist. Wie man das heutzutage könnte lösen, wird man mit dem Film am Beispiel von der Alp Hesispol im Ibrig oben zeigen. Die Staffelböhne, der Alpenkreuzkraut, kommt vor allem in feuchten Standort vor, ein Standort, das viel Treibschäden hat, aber auch ein Standort, wo die Nährstoffverhältnisse halt relativ mastig sind. Wenn man das Alpenkreuzkraut anschaut, hat es unten rauf das ganze Wurzelwerk. Es hat hier eigentlich das Rhizom, das auch eben wieder austreiben kann. Wir haben nachher den Stängel, der relativ weit unten schon Blätter hat, die auch wieder austreiben können, wenn es geschnitten wird. Dann haben wir oben drauf Blätter, leicht runzlig, eiförmig, aber in die Spitze zulaufend. Es ist eine wechselständige Blattanordnung und haben oben mehrköpfige Blüten. Die ganze Pflanze ist giftig, darum habe ich auch Händchennamen. Beim Weiden, solange die Pflanze frisch ist, tut es eigentlich kein Tier, das die Pflanze wirklich fressen. Aber sobald es im Boden liegt und angewelkt ist, oder eben auch, man weiss, dass aus Orten, wo so Pflanzen isoliert sind, nachher wirklich Vergiftungsfälle gegeben hat. Was natürlich auch wichtig ist, dass wenn man so eine Pflanze bekämpft und ausreisst, dass man sie dann auch sauber entsorgt, irgendwo so hintut, wo das Vieh die Pflanze nachher nicht wieder frisst. Wie bei allen anderen Unkräutern ist es auch beim Alpenkreuzkraut wichtig, dass man, bevor man anfängt zu bekämpfen, eine Strategie macht, sich überlegt, wo nützt es überhaupt am meisten. Und das ist eben im Gegensatz zu der Meinung, die viele haben, das ist nicht auf den Lägerplätzen, sondern an den Ort, wo es noch nicht allzu viel hat. Dort hat man am schnellsten Erfolg und hat man am schnellsten nachher auch gute Futtergräser. Wenn man die Bekämpfung des Alpenkreuzkrauts anschaut, dann gibt es verschiedene Methoden, die Pflanzen zu bekämpfen. Die eine Methode ist sie ausreißen. Dann muss man schauen, dass möglichst viel von dem Wurzelstück, von dem Rhizom mitkommt. Das ist eine gute Methode. Ich tue viel alle 2-3 Tage am Vieh nachhocken und dann zähle ich die gerade aus, wenn ich bei ihnen zu suchen bin. Und nehme sie in den Sack hinein. Was auch gemacht wird, praktiziert wird, ist Mähen. Ich habe der Erste, der so einen Haufen hatte, die Erfahrung gemacht mit dem Mähen. Da habe ich es abgemäht und dann liegen lassen. Und dann hat es zwei wieder in den Boden hineingesprungen und die haben wieder geblüht. Und dann war man eigentlich wieder gleich weit, als wenn man schier nichts gemacht hat. Beim Mähen mit der Sägesäge ist es wichtig, dass man es über 3 Mal macht im Jahr und dann auch über mehrere Jahre. Eigentlich das wiederholt. Einmal schneiden, das ist ganz klar, das bringt nichts. Der Zeitpunkt, wo man Staffelböhne soll schneiden soll, muss vor der Blüte sein. Es darf also noch nicht gel sein. Weil die hier haben Zeit genug noch zum Ausreifen und nachher neue Sämling zu bilden. Wir sind Anfang 70er Jahre hier raufgekommen und wir haben in einem Jahr haben wir zuerst Unkraut gespritzt, aber eigentlich zu wenig Erfolg gehabt, weil wir unten müssen hauen und dann waren wir immer zu spät dran. Das Alpenkreuzkraut wäre eine Pflanze, die einerseits von der Giftigkeit von der Pflanze her, aber auch von der Wirksamkeit von der Herbizid her einigermaßen gerechtfertigt wäre, chemisch zu bekämpfen. Wichtig dort ist aber, dass man eine Pflanze, die so weit ist, das bringt nichts mehr zum Spritzen. Die macht eine sogenannte Notreife und wird versamen wie ein Wild. Was auch wichtig ist, dass man
bei den Spritzmitteln der Zeitpunkt des Spritzen nicht nur von der Pflanze her, sondern auch vom Wetter her einhaltet. Die Spritzmittel muss man dann anwenden, wenn es der Pflanze gut geht, wenn es wüchsige Bedingungen sind. Und was haben wir denn, wenn auf der Alp die Bedingungen so gut sind, dann sind alle Bauern am Heuen, dann hat niemand die Zeit. Das ist die grosse Problematik eigentlich beim Herbizideinsatz. Also das chemisch, sage ich, nein. Sowieso auf der Alp oben, weil man sollte ja nicht, weiss nicht wo, an allen Orten immer Chemie einsetzen. Und mit dem Spritzen haben wir alle graue Tatsch gehabt. Das andere Gras ist auch kaputt gegangen. Oder was ist nachher wieder gekommen? Zuchraut und sonst eigentlich nur das, was man nicht will, kommt. Wenn man es von Hand auszehrt, kann man es machen, wenn man es will. Und hat sicher einen Vorteil, man ist nicht wetterabhängig. Ich selber habe das Gefühl, wir haben ziemlich Erfolg gehabt. Neben den direkten Bekämpfungsmaßnahmen sind natürlich auch die indirekten Bekämpfungsmaßnahmen wichtig. Also eine gute Grasnarbenförderung, da gehört Vermeiden von Trittschäden dazu, da gehört eine angepasste Düngung und Nutzung dazu. Das ist natürlich eine der wirksamsten Massnahmen gegen praktisch alle Verunkrautungen. Wenn wir da raufkommen mit dem Vieh am Frühling und die einfach überall gehen lassen, habe ich das Gefühl, sie fressen nur das gute Gras und das schlechte wird nicht gefressen. Und darum tue ich eigentlich alle 3-4 Tage an denen nachstellen und dass wir nicht vom ersten Tag an schon zu oberst im Platz oben sind, dass wir am Ende kommen, dass wir wieder durch den Rhein abspringen können und alles kaputt machen. Am Beispiel von der Alp Hesispol haben wir gesehen, dass wenn man das Alpenkreuzkraut frühzeitig bekämpft und wenn man die Bekämpfung in Arbeitsalltag integriert, dass man auch ohne Chemie ein gutes und gefreutes Ergebnis erzielen kann.